Trainer Florian Kohfeldt hat in seinem bis 2021 laufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen keine Ausstiegsklausel. Über so etwas haben wir gar nicht geredet. Punkt, 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 Punkt. Und es wird auch nicht passieren, dass nächstes Jahr ein anderer Verein anfragt und ich dann nachdenke, sagte Kohfeldt in einem Kicker-Interview. Für mich steht fest, wenn Werder es auch möchte, werde ich die nächsten 3 Jahre definitiv hier sein. Der 35-Jährige hatte seinen Vertrag bei den Bremern erst Anfang April um 3 Jahre verlängert. Punkt, 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 Punkt. Hintertürchen will er sich dabei nicht offen halten. Für Kohfeldt war immer klar, dass ich den Weg bei Werder weitergehen möchte. Ich glaube an das Potenzial dieses Vereins. Punkt, 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 Punkt. Er finde es sehr wichtig, dass man sich klar bekennt. Punkt, 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 Punkt. Als Trainer ist man immer auch ein Gesicht nach außen und Orientierung für die Mannschaft. Punkt, 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 Punkt. Deshalb habe ich bewusst für 3 Jahre unterschrieben. Das ist ein klares Statement zu Werder. Kohfeldt hatte Ende Oktober 2017 das Amt des Cheftrainers bei Werder übernommen. Punkt, 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 Punkt. Vom letzten Bundesligaspieltag am kommenden Wochenende liegen die Hanseaten mit 39 Punkten auf Platz 12. Punkt, 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 Punkt.